Dieses Video hier liegt mir sehr am Herzen. Aber es wird mir auch sehr schwer fallen. Es wird mir schwer fallen, einigermaßen ruhig zu bleiben, mich zu beherrschen, nicht komplett auszurasten. Denn in diesem Video hier geht es um den türkischen Präsidenten Erdogan und was gerade in seinem Namen und auf seinen Befehlen in der türkisch-syrischen Grenzregion geschieht. Und was dort geschieht, ist das hier. Zerstörung, Leid und Tod nach tagelangem Bombardement. Insgesamt sollen mindestens 70 Zivilisten getötet worden sein und insgesamt rund 200 Kämpfer auf beiden Seiten. Bereits mehr als 130.000 Menschen sind nach UN-Angaben vertrieben worden. Mit ihren Kindern rennen sie vor den tödlichen Angriffen davon. In diesem Viertel wurden mehrere Wohnhäuser getroffen. Natürlich haben wir Angst. Den Kindern, den Frauen stand das Herz still. Das ist unmenschlich, was hier passiert. Die Wasserversorgung ist nach dem Bombardement eines Damms durch türkische Kampfjets zusammengebrochen. Helft uns, wenigstens der Kinder wegen. Das ist doch eine Schande. Was die Welt hier gerade sehen kann, an der türkisch-syrischen Grenze, ist aus der Sicht vieler Experten ein blutiger, völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Kurden. Oder wie Erdogan es lieber bezeichnet, Operation Friedensquelle. Worum geht es? In Syrien herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Zwei Dinge müsst ihr jetzt wissen. Erstens, der Krieg sorgte nicht nur für Millionen Flüchtlinge, sondern begünstigte auch den Aufstieg der Terrorgruppe IS, dem sogenannten Islamischen Staat. Der IS eroberte anfangs große Gebiete und schien eine Zeit lang unaufhaltsam. Effektiv bekämpft wurde er erst von kurdischen Bodentruppen mit Unterstützung durch Luftangriffe der USA. 11.000 kurdische Kämpfer starben im Kampf gegen die Islamisten. Aber vor allem sie sorgten dafür, dass vor wenigen Monaten die barbarische Terrormiliz IS als besiegt erklärt wurde. Das ist schon mal die erste wichtige Sache. Ja, also Kurden und Amerikaner waren eigentlich bis vor kurzem noch enge Verbündete. Wichtig merken. Kommen wir zu zweitens. Im Chaos des Krieges verlor die syrische Regierung die Kontrolle über den Norden des Landes. Hier passierte etwas Einzigartiges. In diesem unkontrollierten Teil des Landes kamen unter anderem Kurden, Jesiden, Christen, Araber, also viele verschiedene Menschen zusammen und gründeten eine Art selbstverwalteten eigenen Staat. Mitten im Krisengebiet kamen unterschiedliche Kulturen und Nationalitäten zusammen und wollten eine moderne Heimat für sich schaffen, mit Demokratie, Religionsfreiheit, Gleichberechtigung von Frauen und ohne die Todesstrafe. Tod hatten sie schließlich schon genug erlebt, es sollte vorangehen. Der offizielle Name lautet Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien, aber bekannter ist es unter Rojava. Das ist die zweite wichtige Sache. Mit Rojava entwickelte sich gerade unmittelbar an der türkischen Grenze ein neues, unabhängiges Territorium. Und dann auch noch mit so vielen Kurden drin. Und wenn Erdogan nur die Worte Kurden und unabhängig zusammen in einem Satz hört, dann gehen bei ihm komplett die Lichter aus. Erdogan will eine sogenannte Sicherheitszone an der türkisch-syrischen Grenze einrichten. Sie soll rund 500 Kilometer lang und 30 Kilometer breit werden. Warum ausgerechnet diese Maße? Keine Ahnung, aber hoppla, zufällig liegen jetzt die größten Städte Rojavas inklusive der Hauptstadt mitten in Erdogans Sicherheitszone und müssen daher dringend unter türkische Kontrolle gebracht werden. Lustiger Zufall. Diese angebliche Sicherheitszone ist die offizielle Begründung von Erdogan, warum er da gerade mit seinem Militär einfällt. Ja, also alles Terroristen da unten, ja, da braucht man eine Sicherheitszone, ganz wichtig, ganz wichtig. Der große Gag kommt aber jetzt, um diese Sicherheitszone einzurichten. Schickt er nicht nur die eigenen türkischen Truppen, sondern er lässt auch radikale Islamisten für sich kämpfen. Es ist kein Geheimnis, dass Erdogan bereits seit Jahren islamistische Rebellengruppen unterstützt. Und losgelassen werden sie jetzt. Eine der von der Türkei unterstützten Gruppen veröffentlichte online ein Video, in dem sie schreien, Gott ist am größten, während sie mit mehreren Schüssen einen gefesselten Gefangenen erschießen. Bemerkung am Rande, das ist ein klares Kriegsverbrechen. Türkische Beamte reagierten nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar über diese Kämpfer, von denen einige religiöse Sprache verwenden und sogar Slogans vom IS übernehmen. Heise berichtet von IS-Terroristen in türkischen Panzern. Das Time Magazine von mindestens 40 ehemaligen IS-Kriegern unter den von der Türkei unterstützten Kämpfern. Und wie es der Zufall mal wieder will, konnten durch türkische Luftangriffe bereits hunderte IS-Unterstützer aus Gefängnislagern fliehen. Also nur noch mal zum Mitschreiben, ja? So sieht der angebliche Kampf gegen Terrorismus à la Erdogan aus. Seite an Seite mit ehemaligen IS-Terroristen in die Schlacht ziehen und wo wir schon mal dabei sind, ja, durch Luftangriffe auch noch die Flucht von hunderten IS-Anhängern aus kurdischen Gefängnislagern ermöglichen. Der Angriff der Türkei stärkt den eigentlich längst besiegt geglaubten IS
Die Kurden bekommen den alten Feind nochmal neu serviert und dürfen sich jetzt gleichzeitig gegen die türkischen Truppen und auch gegen die alten Islamisten verteidigen. Und das alles auch noch ohne Unterstützung der USA. Denn Trump hat kurz vor Erdogans Angriff die US-Truppen aus Nordsyrien abgezogen. Das ist der große Verrat an den Kurden. Als man sie im Kampf gegen den IS brauchte, hat man sie mit Waffen ausgerüstet und für sich kämpfen lassen. Aber jetzt lässt man sie fallen und sagt, sie sollen sich verpissen. Die Lage ist so verzweifelt, dass sich die Kurden jetzt ohne Unterstützung der USA sogar mit Syriens Diktator Assad verbündet haben. Der wiederum wird gestützt durch Russlands autokratischen Präsidenten Putin und somit ist die Hoffnung, dass Erdogan zurückweicht, weil er letztlich keinen Konflikt mit Russland riskieren möchte. Putin, Assad, Trump, falls euch fragt, was Europa eigentlich die ganze Zeit macht, wir können uns nicht mal auf ein Waffenembargo einigen, also festlegen, dass wir der Türkei für den Angriff zumindest keine Waffen mehr liefern. Da wollen wir uns mal nicht vorschnell festlegen, als alte Friedensnobelpreisträger. Ja, und das ist grob die Situation gerade. Erdogan bombardiert die Zivilbevölkerung und lässt die Islamisten los. Die USA zucken mehr oder weniger mit den Schultern, Europa redet viel und tut wenig und die Kurden, die stehen mal wieder alleine da und mit dem Rücken zur Wand. Die Militäroffensive läuft erst seit einer Woche, aber es gibt schon jetzt hunderte Tote. Wenn es so weitergeht, werden es viele Tausende. Und für was? Erdogan macht das Gebiet nicht zu einer Sicherheitszone, sondern zu einer Todeszone. Und ich sag ganz ehrlich, mir tun alle Beteiligten dabei wirklich nur noch leid. Ja? Erstmal diejenigen Türken, die gegen diesen Krieg sind, weil sie erkennen, wie falsch er ist und sich für ihren Präsidenten nur noch schämen können. Dann auch diejenigen Türken tatsächlich, die für den Krieg sind, weil sie anscheinend so gebrainwashed sind mittlerweile von den gleichgeschalteten türkischen Medien, dass sie tatsächlich glauben, dass es richtig sein kann, Menschen zu vertreiben und umzubringen. Es gibt da von Jesus ein passendes Zitat, wie ich finde: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und am allermeisten tun mir natürlich die Kurden leid, sowie auch die Christen, Jesiden, Araber und alle anderen in diesem Krisengebiet, die jetzt täglich auf sich allein gestellt und von der Weltgemeinschaft verlassen, um ihr Überleben kämpfen müssen. Wann hört es auf, dass alte Männer von ihren Schreibtischen aus junge Menschen in den Tod schicken?